Nach dem letzten Video zum Thema Raspberry-Matic und der CCU3 habe ich eine Menge E-Mails bekommen, wie du aus der CCU3 eine Raspberry-Matic machen kannst. Und damit würde ich sagen, starten wir mal nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, vielen Dank für das gesamte Feedback, was unter dem letzten Video soweit alles reingeschrieben worden ist. Hat mich sehr gefreut und ebenso hat mich gefreut, dass ich zahlreiche E-Mails bekommen habe hier zu diesem Thema. Darum möchte ich in diesem kurzen Video nochmal ganz kurz zeigen, wie du aus deiner CCU3, die du vielleicht zu Hause auch hast, auch einfach eine Raspberry-Matic machen kannst. Einen Schritt, den habe ich jetzt nämlich nicht dokumentiert in dem Video, was gleich folgt, und zwar ist das, dass du halt unbedingt darauf achten solltest, dass die aktuelle Firmware auf der CCU3 vorher installiert wird. Das heißt, erst ein Firmware-Update machen von der CCU3 und danach kannst du halt so durchstarten, wie jetzt auch gleich im Video erzählt. Ja, wir starten jetzt hier auf der CCU und springen erstmal hier in die Systemsteuerung. Denn das Allerwichtigste ist zunächst einmal, dass du dir ein Backup machst. Das heißt, du klickst hier auf den Punkt Sicherheit und kannst hier in der Backup-Verwaltung einfach ein Backup erstellen. Dafür klicken wir hier oben drauf auf Backup erstellen. Hier steht es auch schon, dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Meistens ist es gar nicht so lange. Aber jetzt wird erstmal das Backup erstellt von der CCU3. CCU3 an dieser Stelle ist auch der richtige Hinweis, denn es ist nicht möglich, mit einer CCU2 oder gar mit einer CCU1 daraus eine Raspberry-Matic zu machen. Ganz einfach, weil die Hardware komplett unterschiedlich ist. In der CCU3 sieht man ja auch in dem Unboxing, was ich damals gedreht habe, von der CCU3, dass dort eine Raspberry Pi drin steckt. Und entsprechend ist es da auch gar kein Problem, daraus eine Raspberry-Matic zu machen, denn die Hardware-Basis ist gleich. Das ist halt nicht möglich bei einer CCU2, da ist halt die Platine eine komplette Eigenentwicklung von EQ3 und darum ist es überhaupt gar nicht möglich, daraus eine Raspberry-Matic zu machen. Klappt nur mit einer CCU3. Und schon ist das Backup auch fertig, das heißt, wir können hier einfach die Datei speichern, drücken mal auf OK und so lädt er die halt runter von der CCU. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir springen einmal rüber auf die Webseite von der Raspberry-Matic. Und hier auf der Seite, dort gibt es auch in der Mitte den Punkt Download. Da klicken wir mal drauf und werden dann weitergeleitet auf die GitHub-Seite von Jens Maus, denn dort gibt es Raspberry-Matic auch zum Download. Das heißt, wir schauen hier einfach mal, wo sich der Download versteckt. Da ist er auch schon und hier können wir halt dann entsprechend unsere Image herunterladen. Nehmen wir dieses hier für die CCU3. Es gibt es natürlich auch nochmal für den Intel NUC zum Beispiel. OVA habe ich ja ebenfalls in einem anderen Video schon erklärt. Das ist halt, wenn du das Ganze auf einer Synology installieren möchtest und so weiter und so weiter. Hier gibt es ganz viele verschiedene, je nachdem, was für ein Board du nutzt. Wie gesagt, wir nehmen jetzt ja die CCU3, das heißt, ich lade mir hier dieses Image einfach herunter, speichere dieses bei mir und nicht entpacken oder ähnliches, einfach nur herunterladen und speichern und dann machen wir auch gleich weiter wieder auf der CCU3 selbst. Hier nun wieder auf der CCU3 bleiben wir einfach in der Systemsteuerung, denn jetzt klicken wir hier auf den Punkt Zentralen Wartung. Dort draufgeklickt, können wir hier nämlich ein Software-Update durchführen. Darum klicke ich jetzt hier nicht auf Herunterladen, um mir das aktuelle Softwarepaket herunterzuladen, denn das wäre ja das offizielle, sage ich mal, also das von EQ3 selbst, sondern ich klicke hier auf Heruntergeladene Software auswählen und hier auf Durchsuchen. Dann habe ich hier nämlich mein Raspberry-Matic, das heißt die ZIP-Datei, die ich mir gerade eben runtergeladen habe. Wichtig ist, hier muss TGZ hinten stehen. Falls es nicht bei dir steht und du eventuell einen Mac nutzt mit Safari, der entpackt das gerne automatisch, hinten muss TGZ stehen, das ist das Wichtige. Klicken wir hier auf Öffnen und dann einfach auf den Punkt Hochladen und jetzt an der Stelle wird halt unser Image von der Raspberry-Matic hochgeladen auf die CCU. Müssen wir noch kurz einen Moment warten, denn dann können wir auch gleich das Firmware-Update starten. So, das Update ist jetzt übertragen, hat auch ein bisschen gedauert, würde man so schätzen, 3-4 Minuten ungefähr. Jetzt können wir halt hier erstmal dem Endbenutzer-Lizenzvertrag zustimmen. Machen wir jetzt, indem ich hier einfach den Haken setze und klicke danach auf Installieren, sodass dann halt auch wirklich das Update gestartet wird, beziehungsweise dass dann auch endlich halt Raspberry-Matic auf die CCU3 installiert wird. Diese Zeit möchte ich nochmal ganz kurz nutzen, um eine andere Frage zu beantworten, die ebenfalls in den Kommentaren öfter aufgetaucht ist. Was habe ich denn für Nachteile? Und Nachteile, ja, sind eigentlich gar nicht so viele. Nachteil wäre auf jeden Fall, dass du keinen offiziellen Support mehr bekommst
von EQ3. Das heißt, wenn irgendwie was nicht stimmen sollte dann mit der CCU, du hast irgendwelche Probleme, irgendwelche Dinge funktionieren nicht mehr, die vorher halt gingen oder ähnliches, hast du halt an der Stelle keine Chance, nochmal an EQ3 heranzutreten, denn du nutzt ja nicht mehr die offizielle Firmware. Was du dann in dem Fall machen könntest, ist natürlich, startest halt die CCU3 und wechselst wieder zurück auf die Original-Firmware und testest dann alles nochmal aus. Wenn es dann immer noch der gleiche Fehler ist, hast du dann immer noch die Chance, mit EQ3 in Kontakt zu treten. Aber ansonsten ist eigentlich so das größte Manko an der inoffiziellen, in Anführungsstrichen, Firmware, dass du halt keinen offiziellen Support bekommst von EQ3. Leuchtet dann die CCU, also die Systemtaste der CCU, wieder dauerhaft, dann ist auch das Update abgeschlossen. Ja, und danach können wir dann wieder ganz normal auf die Oberfläche und wir sehen ja schon, hier oben Raspberry Matic steht hier, wir sehen hier alle möglichen Icons wieder, also alles mögliche, was ich halt an Unterschieden festgestellt habe zwischen der CCU3 und dem Raspberry Matic wird jetzt hier auch auftauchen. Das heißt, das Update ist soweit durch und das Schöne ist, dass halt auch entsprechend auch schon hier alles installiert, beziehungsweise wir halt nicht nochmal wieder eine Sicherung halt einspielen müssen. Das heißt, es ist wie ein ganz normales Update, so ist es funktioniert oder durchgelaufen hier und alles Mögliche funktioniert halt wie vorher auch, nur dass wir jetzt an der Raspberry Matic sind und nicht mehr in der CCU3. Möchtest du dennoch wieder zurückspringen auf die CCU3, dann kannst du das natürlich machen. Du hast hier die Zentralenwartung wieder und kannst dann hier auch eine Software herunterladen. Klicken wir hier allerdings drauf, dann landen wir natürlich auf der Seite von der Raspberry Matic. Darum müssen wir jetzt hier in diesem Fall uns die Originalsoftware nochmal runterladen. Die Originalsoftware, die gibt es hier bei EQ3 unter den Downloads. Das heißt, wenn du hier auf Service draufklickst, dann kannst du auch hier einfach nochmal die Downloads öffnen. Gucken wir mal ein bisschen weiter runter, denn hier haben wir dann auch die Downloads. Unsere Downloads, hier steht's. Und hier in den Downloads, dort findest du dann auch die Firmware von der CCU3. Das heißt, falls du doch wieder wechseln möchtest zurück auf die CCU, dann kannst du dieses natürlich machen. Haben jetzt hier auch nochmal kurz dann die Firmware. Na, wo ist sie? Da, CCU3 Firmware. Kannst diese hier einfach nochmal runterladen, ganz genau so wie halt bei Raspberry Matic halt ebenso. Lädst du diese runter auf deinen Computer und dann klickst du hier ebenfalls auf Durchsuchen, um dann halt diese Datei wieder hochzuladen. Also genau der gleiche Schritt eigentlich, den wir jetzt auch gemacht haben. Ja, ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen, wie du aus einer normalen CCU3 eine Raspberry Matic machen kannst. Wie immer, ich freue mich über einen Daumen hoch. Solltest du noch irgendwelche Kommentare haben, irgendwelche Fragen oder ähnliches, dann schreib mir die doch unten mal hier unter das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, alle Infos auf verdrahtet.info und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank, bis dann, danke, ciao.